Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut 700 und heute gibt es wieder eine neue K-Bild, jedes Mal K-Bild-Folge. Bin schon ein bisschen ziemlich fertig und heute machen wir den schönen Chevrolet Camaro SS. SS für Supersport, falls das nicht jeder schon weiß. So. Passt. Also, da weiter geht oder mal nix. So. Dann müssen wir mal Tuning-Teile einbauen. So. Wobei, warte mal, legen wir nochmal tiefer. Hoho. Da geht schon einiges mit dir verlängern. Warte. Luftfahrwerk bauen wir auch gleich wieder ein. So. Und die Tuning-Teile müssen wir uns aus unserem R8 wiederholen. So, falls ihr nicht wisst, wie dieser Glitch funktioniert, schaut ein bisschen unter unsere Videos noch oder und in der Need for Speed Playlist. Da könnt ihr das gerne nachschauen. Wenn es allerdings auf der PS4 spielt, schreiben einige Leute, dass die PS4 abstürzt. Ich weiß nicht genau, was damit auf sich hat oder wie man den Fehler umgehen kann oder beheben oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber wenn ich halt irgendwas rauskriege, vielleicht, dann kann ich das gerne mitteilen. Ansonsten, naja, müsst leider auf der PS4 auf den Glitch verzichten. Ja. Oder eben, es findet jemand aus unserer Community heraus, wie man das beheben kann oder umgehen oder vielleicht sogar einen komplett neuen Glitch oder könnt gerne alles in die Kommentare reinhauen und dann werde ich mir das Ganze mal anschauen und zu Herzen nehmen. Jetzt mache ich einmal keinen Cut rein, weil ich bin ja gleich fertig. So. Das letzte Teil kommt rüber in unserem Camaro. So, jetzt sollten wir alles haben, jawohl. Und wir sind noch immer auf 299, aha, das geht ziemlich lang. Und haben 686 PS. Hätte man mehr erwartet persönlich, aber man kann ja nicht alles im Leben haben. So, gut, Motorhaube. Alchemist, okay. Ganz gecleant. Mhm. Aha, 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 aha. Überlegt er sogar die Originale zum Lassen. Oh, da gibt's die Kleine. Kommen wir jetzt trotzdem. Ah, was. Warte mal, was würde es denn für Scheinwerfer geben? Okay, nur lackierte. Passt schon. Halt folierte. Lackieren dann die wenigsten Leute das. Welchen nehmen wir? Das entscheidet dann später. Spoilerlippe. Eskalation, nicht zur Eskalation. Wisst ihr was? Machen wir komplette Eskalation. Mit Carbon und alles, was dazugehört. Oh, nice. Okay. Welches macht's Prada? Das schaut halt da ziemlich fancy aus, Alter. Da steht das Rad so richtig. Das ist halt so richtig bullig. Nehmen wir mal das und dann schauen wir, dann müssen wir uns noch die Felgen richten. Wie man das am besten lösen.
Frontkotflügel. Ah. Warte, nehmen wir mal Originale. Ah, okay. Na, vergessen wir gleich wieder. Passt. So, Heckkotflügel. Machen wir auch den. Weil angenietet schaut halt immer ein bisschen. Jo. Nicht so nice halt aus auf einen. Okay, nein, den nehmen wir nicht. Auf einen alten Auto. Den nehmen wir wieder Carbon. Oh, cool. Können wir. So, jetzt muss ich mal das. Okay, das sind flache. Das sind. Okay, das sind die. Diese geschlitzten. Ne? Diese geschlitzten nehmen. Nehmen wir die mal. Die schauen gar nicht so mal schlecht aus. So, Kennzeichen müssen wir natürlich auch ändern. Akzeptieren. Diffusor. Oh, nice. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ja, dann nehmen wir eindeutig diese hier. Wenn wir das schon auswählen können, dann machen wir das auch. So. Und dann hätte ich gesagt, ja, was das einmal im Großen und Ganzen. So, dann schauen wir noch was. So, Motorhaube. Sollen wir jetzt da noch eine andere nehmen? Der da? Nehmen wir die. Schaut ein bisschen monströs aus. Wenn wir da schon richtig heftig was draus machen, dann muss man das auch sehen. So, was nehmen wir für Tiefbettfelgen? Ich mag nicht, dass schon wieder ausläuft auf die, na wie heißt es? Watanabe. Auf den mag ich nicht schon wieder hingreifen. Der schaut auch cool aus, die SSR, den merkt man sich einmal. Oder die Wok. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Nehmen wir die. Der da. Die Woche. So, okay. Können wir gar nicht so gut. Ach, da müssen wir mal Bremsscheibe anbringen. Natürlich gelocht. So. Machen wir mal rote Brempos drauf. Da wird eh eher schlichter tunen. Falken. So, Felgen. Ganz hinten die. Work. Was sind sie denn? Da sind sie. Okay, gut. Können wir nicht viel größer machen. Oder dann machen wir nicht für Speed. Bringen wir mal nicht für Speed an. Wir sind ja nicht so. Wir müssen schon den Hersteller dieses Spieles auch einmal loben. Ah, ach da. Ah, da waren mehr Reifen. Nicht für Speed. Also die Ghosts sind die normalen. So, gut. Dann hätten wir das einmal. Boah. Schaut schon heftig aus. So, da. Oder nehmen wir diese Carbon-Spiegeln da. Ah, die passen irgendwie voll nicht drauf. So, gut. Passt, dann hätten wir das einmal. Dann müssen wir es noch lackieren, das Auto. Da brauche ich eh nicht so lang. Das ist ziemlich einfach. Das mache ich da so ein Grau. Metallic. Stone, but then his hands roll.
haben wir das Design einmal fertig. Hab zwar gesagt am Anfang, dass ich keine Zeitraffer machen wird, hab's dann aber wahrscheinlich trotzdem in Endeffekt gemacht, weil es einfach zu lang gedauert hätte. Ich hab mich da ein bisschen verschätzt. So. Kann aber mal passieren, hätte ich gesagt. So. Ah, warte mal. Da tun wir klar lag aus. An allen Fällen anbringen. Gut. Passt. So. Und dann ist fertig unser Black Beast. Ja, Nummer dafür lassen wir den drauf. Luftfahrwerk haben wir eh einbaut. Passt. Und da würden Neons passen. Eh nicht unbedingt dazu. Oha. Geht schon mal an, das Auto. Und wie schauen wir aus? Ho! Schön tief, so muss das sein. So. Ich meine, wir haben auch genug Platz im Radkasten, also. Von dem her. Von dem her gesehen. Optimal. So, Effekte. Was brauchen wir denn? Ein bisschen Sepia. So, Brennweite drama mal Overbill. Karosserieschaden aus, Blendflecke ein. So, Sättigung. Lassen wir so, Kontrast drama mal ans Hecher. Und schieß mal ein Foto. Passt. Gut. Vorauf wieder. Dann hätte ich gesagt, was ist das mit dem wunderbaren Video? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert dann unseren Channel, dass keine neuen Videos mehr von uns verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!